So, hallo und herzlich willkommen am Fluss. Ich habe mir sogar meinen Hocker mitgenommen, meinen Campingstuhl mitgenommen. Ja, es geht bergab mit mir. Und habe ein extra positives T-Shirt angezogen, damit wir alle schön positiv bleiben. Ja, denkt an den Hamster, der ist klein und putzig und schreibt keine bösen Dinge in die Kommentare. Das wäre schon mal ganz lieb für den Anfang. Ja, und es geht um die vierte Staffel von Seven vs. Wild. Ich habe mit großem Genuss und einem gewissen Spaß an der Sache zum Leidwesen meiner Frau, die das Ganze gar nicht interessiert, der ich aber trotzdem dazu halt ein paar Takte erzählen musste, weil es mich halt interessiert. Und was mich interessiert, erzähle ich meiner Frau. Habe ich jedenfalls mit großem Genuss die Gerüchte zur vierten Staffel verfolgt. Und da können wir vielleicht jetzt für alles, ja, bevor wir anfangen, Folgendes. Ich weiß, das wird nicht jeden meiner Zuschauer hier auf meinem Kanal interessieren. Es sind wahrscheinlich noch ein paar weniger als letztes Jahr. Ich bitte trotzdem darum, seht es mir nach, weil A, möchte ich einfach gerne nochmal drüber reden, B, wird das nun mal gut geklickt, das ist die Realität, es wird vielleicht dieses Jahr ein bisschen weniger gut geklickt als die letzten Jahre, dann wird es aber immer noch so gut geklickt, dass es sich für mich halt immer noch lohnt. Ja? Neben Messerbeiträgen ist Seven vs. Wild leider, auch wenn ich das gerne anders hätte, differenzierte Informationen zur Vegetationsentwicklung Mitteleuropas sind halt nicht so der Burner. Das gibt zwar super nette Kommentare und führt dazu, dass Leute mit auf Touren gehen, aber für meine Social Media Präsenz muss ich auch hin und wieder eben ein bisschen was massentaugliches in Anführungszeichen rausköppeln, dass jetzt nicht so intensiv Waldmaterial bzw. Ökologiematerial beinhaltet. Und ja, da ist halt Seven vs. Wild eine wiederkehrende Größe, zumindest noch. Ich glaube, es könnte sein, dass es dieses Jahr das letzte Mal sein wird, aus Gründen, zu denen ich gleich noch komme. Aber es ist für mich einfach, ja, ein Stück weit Brot- und Butter-Programm zum besagten Brot und Butter damit bezahlen können. Ja, also seht es mir bitte nach, wenn es euch nicht interessiert. Wenn es euch interessiert, umso besser. Und für diejenigen, die es gar nicht interessiert, werde ich dieses Jahr noch mal ein bisschen besser versuchen. Ich habe da mir wirklich ein bisschen was überlegt. Zeitnah oder zumindest direkt im Wechsel und dann ein relativ kurzfristiger Wechsel zu Seven vs. Wild Videos auch irgendwas anderes, was dann nur noch die Stammzuschauerschaft, die auch den Nerdkrempel in Anführungszeichen, also das intensivere Waldwissen und so Themen wie die afrikanische Schweinepest, die kommt jetzt bald online oder ist es gerade schon oder irgendwie so in die Richtung, die sich dann auch sowas angucken. Ja? Das gibt es halt schon zwei Gruppen. Ich habe also teilweise wirklich auch gemerkt, das ist auch nicht schlimm, nicht, dass ich mich beklagen möchte, ist alles super, alle herzlich willkommen. Aber es gibt schon so ein bisschen Leute, die tendenziell mein Seven vs. Wild Zeug gucken, vielleicht mal noch ein Messer. Und das war es dann mehr oder weniger. Und halt diejenigen, die dann eher fortgeschrittenes Waldwissen, für Leute, die sich damit schon einigermaßen gut auskennen, angucken. Und dafür den anderen Krempel eher nicht so, ja, und sich dann eher beschweren, wenn da nochmal ein Messer kommt. Ja, ist auch völlig in Ordnung. Und ich versuche da halt einfach irgendwo so einen goldenen Mittelweg zu finden und deswegen wird es jetzt eben zu einem Seven vs. Wild Video zeitnah, entweder kurz vorher oder kurz nachher, ein anderes Thema geben und umgekehrt möglicherweise zu einem anderen Thema dann relativ bald drauf auch wieder ein Seven vs. Wild Gedönse. Mit dem kleinen Unterschied, dass ich Seven vs. Wild nicht vorproduzieren kann, weil ich ja nicht weiß, was da passiert. Bis ich es gesehen habe. Das heißt, das ist immer relativ tagesaktuell gedreht oder, ja, tagesaktuell nicht, aber einen Tag vorher oder sowas, bevor es veröffentlicht wird. Das ist bei den anderen Sachen, die ich sonst so auch ein bisschen vorbereiten kann, die jetzt zeitlich keine besondere Aktualität haben und dann natürlich anders, da kann ich also ein bisschen was vorbereiten. Ne? Also so viel einfach nur dazu. Das wird das Prozedere sein dieses Jahr. Ein paar allgemeine Dinge zur vierten Staffel. Die hat schon stattgefunden, so viel wissen wir. Es ist auch sehr, sehr, sehr wahrscheinlich, dass sie auf Neuseeland stattgefunden hat. Das wurde lange spekuliert, ob das überhaupt geht, da Neuseeland relativ restriktiv, was Naturschutzmaßnahmen angeht, ist. Aber es gibt da ja auch Privatlandbesitzer und das ist so meine Theorie. Ich habe keine Ahnung, das ist alles nur spekulativ, ja, dass sie da einfach irgendeinen Privatlandbesitzer, Land- und Waldbesitzer gefunden haben, der halt eben auf seinem Grundstück das Ganze hat stattfinden lassen. Das kann halt ein ziemlich großes Grundstück gewesen sein, wohl möglich wieder eine Insel, wissen wir nicht.
im Teil in einem Fjord, wissen wir auch nicht, wäre auch mal interessant. Irgend sowas in die Richtung jedenfalls. Das ist ziemlich wahrscheinlich, dass es Neuseeland ist. Das ist aber auch immer noch spekulativ. Ja, ich plapper da nur andere Spekulationen hinterher, die sich inzwischen ausreichend im Internet verbreitet haben dürften, dass das jetzt für die meisten keine große Neuigkeit mehr ist, die sich intensiv damit beschäftigt haben. Ja? So, das ist sehr spannend, finde ich eine tolle Wahl. Neuseeland ist eine hochinteressante, also es sind zwei hochinteressante Inseln. Da gibt es bestimmt auch noch irgendein winzig kleines vorgelagertes Eiland, das ich jetzt vergessen habe. Aber zumindest mal Haupt- und zwei Hauptinseln. Und ich habe von Neuseeland fast keine Ahnung. Außer da gibt es Kauri-Bäume. Ja, und außer dass es die gibt und die sehr hoch sind, habe ich von denen keine Ahnung. Weil das halt derart weit weg ist, dass es wirklich in meiner Ausbildung überhaupt keine Rolle gespielt hat. Und ich freue mich sehr, mich diesbezüglich jetzt weiterbilden zu können. Natürlich weiß ich trotzdem, was ein Baum ist und was der so macht und wie die Natur funktioniert und wie Ökosysteme funktionieren und so weiter und so fort. Welche Individuen da jeweils in diesen Ökosystemen drinstehen, das ist natürlich wirklich mir neu, was Neuseeland angeht. Ein paar Pflänzchen von da hat man schon gesehen, wenn man Herr der Ringe geguckt hat. Natürlich, das ist so mein Hauptbezug zu Neuseeland, da wurde der Herr der Ringe gedreht. Gute Freundin von mir war auch mal mit ihrem damaligen Kerl in Neuseeland. Die sind zurückgekommen, haben einen Dia-Vortrag, war schon digital, aber ja, schlechte Qualität, die Anfänge der Digital-Geschichte, haben sie gehalten und ein bisschen was dazu erzählt. Ich glaube, ich habe so ziemlich, außer dass sie irgendwo im Sumpf versoffen sind und woanders nochmal im Sumpf versoffen sind und irgendwann wurde es mal gefährlich und sie hatte Stress und er fand es angeblich noch lustig und das war's. Ja, das war zusammengefasst, was ich über Neuseeland weiß. Für mich also eine schöne Gelegenheit, mir selbst Neues zu erschließen, mich ein bisschen einzulesen in die Thematik und dann hoffentlich das eine oder andere Interessante beitragen zu können. Spannend ist natürlich auch, was machst du, wenn du, und das ist ja realistisch, so survival-technisch irgendwo ausgesetzt wirst oder irgendwo, also nein, ist nicht wirklich realistisch, aber angenommen, der Klassiker, du stürzt irgendwo mit dem Flugzeug ab und landest auf einer einsamen Insel, so ein Stückle südöstlich von Australien und nehmen wir mal an, die sei nicht bewohnt oder da gibt es nur Schafe, Gerüchten zufolge sei das so. Und was macht man dann, ja, wenn man keine Ahnung von der örtlichen Vegetation hat? Von daher wirklich spannend, mag ich, gefällt mir. Auch für mich eben einfach zum mich damit beschäftigen, so als Backseat Survivor, wie man das ja inzwischen so schön nennt. Der Begriff ist eigentlich ganz lustig. Ja, das vorweg. Dann wissen wir nicht, wie das Konzept aussehen wird. Wir haben keine Ahnung, wie das Ausrüstungskonzept aussieht. Wir haben keine Ahnung, ob es Teams gibt, wenn ja, wie. So ganz hundertprozentig ist, glaube ich, auch noch nicht sicher, ob das Ganze jetzt 7 oder 14 Tage dauert, wobei die Hinweise auf 14 Tage sich sehr stark verdichten, scheint zumindest so. Und ja, mehr Ahnung haben wir nicht, ne? Außer, ja, wie gesagt, irgendwo vermutlich Neuseeland und die Teilnehmer stehen jetzt fest. Damit steht auch fest, dass der liebe Fritz zumindest nicht als regulärer Teilnehmer an den ganzen beteiligt sein wird. Seven versus Fritz wäre zum Beispiel so eine Sache, die im Internet diskutiert wird, ob das das neue Konzept sein wird, dass der Fritz irgendwie dann rumrennen darf und die Camps der Teilnehmer sabotieren, in Gemeinecke-Art oder was auch immer. Vielleicht rein Spekulation, ja, es gibt keinerlei Hinweis seitens irgendjemanden, der das weiß, ob da sowas in die Richtung stattfindet. Es gab auch interessante Gerüchte eben, dass es noch gar nicht also der Termin, wann das Ganze stattgefunden hat, ist mehr oder weniger auch im Internet gelandet. Weiß ich nicht mehr wann, ist auch scheißegal, ist ja sowieso vorbei. Aber zu dem Zeitpunkt hat der Fritz halt noch auf Instagram gepostet. Und dann hieß es, ja, dann kann er ja eigentlich nicht dabei sein, aber das kann ja nicht sein, dass er nicht dabei ist. Wir wissen ja inzwischen, dass er zumindest als Teilnehmer tatsächlich nicht dabei ist. Und er meinte dann aber, ja, er schreibt seine Instagram-Posts grundsätzlich selber und hat dann niemanden, der das für ihn erledigt. Das heißt, er war wirklich nicht dabei. Das heißt dann zumindest, dass er nicht im Hintergrund, während die alle draußen waren, von Lager zu Lager gehuscht ist und da Blumensträußchen verteilt hat. Oder Liebesherzchen oder so Sachen, für die der Meinecke sonst so bekannt ist. Nein. Tja, keine Ahnung.
Das Einzige, was wir jetzt wissen, wie gesagt, sind die Teilnehmer. Und ich möchte noch eine Sache vorwegnehmen. Ihr werdet die Teilnehmer schon mitbekommen haben. Daher spoilere ich jetzt, glaube ich, nicht, wenn ich jetzt sage, dass wir da mindestens drei Leute haben, die einigermaßen wissen, was sie tun. Einigermaßen bis absolut wissen, was sie tun. So irgendwo innerhalb dieses Spektrums. Da kann man sich jetzt kloppen, ob der aus meiner Sicht nur einigermaßen weiß, was er tut, nicht doch super viel weiß über das, was er tut. Das ist halt Ansichtssache. Ich denke, da können wir uns darauf einigen, dass man da unterschiedlicher Meinung zu dem Thema sein darf. Wie auch immer, jedenfalls ist Joe Vogel dabei. So, und Joe Vogel ist zumindest aus meiner Sicht von den Survival-Leuten, die wir in Deutschland haben, mit denen ich mich beschäftige, und ich beschäftige mich eigentlich mit den meisten, so der, dem ich am meisten Ahnung und Fähigkeiten zutrauen würde. Ja? Ahnung habe ich auch ein bisschen, Fähigkeiten nicht so. Das heißt, bin ich weit abgeschlagen. Haben wir letztes Mal, bei der letzten Staffel haben wir ja mal, oder bei der vorletzten, so ein bisschen drüber geredet. Man braucht im Grunde so zwei Sachen zum Überleben, meiner Meinung nach. Ja? Einmal Wissen, um die Gegebenheiten, die einem das Überleben erleichtern, Survival-Fachkenntnis sozusagen, und Fähigkeiten, die Survival-Fachkenntnis dann auch umzusetzen. Soll heißen, wenn du in der Theorie weißt, welcher Stein sich am besten als Speerspitze eignet, wenn du nur Steine dafür zur Verfügung hast, dann ist das gut. Es ist aber scheiße, wenn du nicht in der Lage bist, eine Schnur aus irgendwelchen Pflanzenfasern zusammenzudrehen, mit der du diesen Stein fachmännisch an einem Stock befestigen kannst, um dann auch wirklich einen Speer zu haben, mit dem du dann was anfangen kannst. Ja? Und ich wäre derjenige, der vielleicht noch den passenden Stein findet. Vielleicht. Ja, Steine sind jetzt auch nicht super mein Fachgebiet. Aber und ich hätte aber keine Ahnung, wie ich den jetzt fachmännisch an einem Stock festmache, beziehungsweise ein bisschen Ideen hätte ich schon. Das, was dabei rauskommt, ist dann allerdings bestenfalls gerade geht so. Ja, manchmal reicht geht so, oft nicht. Und daher bin ich in solchen Survival-Dingen halt eben durch meine eher theoretische Denk- und Funktionsweise gesamtnaturell sozusagen dann weitestgehend raus. Es macht mir Spaß, es ist nach wie vor ein schönes Hobby, aber Ansprüche, das jetzt super professionell auf Masterclass-Niveau zu machen, habe ich nicht. Hatte ich nie, werde ich vermutlich auch nicht mehr entwickeln. So, und das einfach nur mal so ein bisschen vorweg. Und das war so ein bisschen immer das, was mir auch in den letzten Staffeln ein Stück weit gefehlt hat, mal wirklich wenigstens einen dabei zu haben, den man echt unterstellen kann, dass der Berufssurvivaler oder Berufsabenteurer im Sinne, im Survival-Sinne in Anführungszeichen ist. So, und das haben wir jetzt mit dem Joe. Ja? Und der Joe hat Ahnung. Und meiner Meinung nach dürfte er zumindest... wahrscheinlich ist er sogar der beste Deutsch-Lebende, wohlgemerkt. Ja? Die Legende bleibt unberührt, meiner Meinung nach. Ich hoffe, damit kannst du leben, Joe. Aber der beste lebende Survival-Spezialist, den wir in Deutschland derzeit so haben. Bissel Konkurrenz kommt von Seiten Alone. Die ist ja weitgehend untergegangen, die deutsche Staffel, die es davon gab. Ich habe es auch nicht gesehen, außer die erste Folge oder vielleicht die ersten zwei. Ich weiß nicht, was man gratis angucken konnte, und habe mich dann geweigert, RTL Geld zu bezahlen, um den Rest gucken zu können. Also es gibt so ein paar Unternehmen, die kann ich so gar nicht leiden. Und da gehört definitiv RTL dazu. Und irgendwo muss man persönliche Antipathien ja hegen, und also muss man natürlich nicht. Also wer tatsächlich super friedlich durchs Leben gehen kann, herzlichen Glückwunsch, meine Hochachtung. Ich krieg's nicht hin, ich brauche so ein paar Feindbilder, und da haben wir bei RTL definitiv eins. So, und daher konnte ich da leider nicht den Rest angucken und weigere mich, das zu tun, beziehungsweise dafür Geld auszugeben. Wenn es das gratis gäbe, dann würde ich immer noch Werbung gucken, von der sie dann auch wieder was haben, aber nein. Also vielleicht würde ich das noch machen, ja. Jedenfalls eine Staffel von Alone, die ja von der gleichen Alone-Produktionskette sozusagen produziert worden ist, wie das bei dem englischsprachigen Original der Fall ist. Da muss man dann schon sagen, ja, wer das durchhält, der hat offensichtlich auch Ahnung. Der hat jetzt inzwischen, der Gewinner, ich habe leider schon vergessen, wie er heißt. Tut mir leid an dieser Stelle, sorry. Nicht persönlich gemeint. Wir kennen uns ja auch nicht. Aber der hat zum Beispiel hier und da mal interessante Interviews gegeben in der Bushcraft- und Survival-Szene, hier und da mal ein bisschen was gemacht, hat auch einen Social-Media-Kanal inzwischen, beziehungsweise ich glaube auch YouTube. Und das ist alles, also das ist schade, aber
relativ unspektakulär sozusagen von den Aufrufszahlen her zu Ende gegangen. Aber der Mann muss offensichtlich Ahnung haben, weil sonst hängst du nicht mit 10 Gegenständen x Tage in Kanada rum, zumindest länger, als dass eine durchschnittliche Fettreserve eines nicht super dicken Menschen da reichen würde. Das heißt, er hatte also ordentlich Nahrung rangeschafft. Und das ist schon eine ordentliche Qualifikation und so jemanden hätte ich zum Beispiel jetzt auch ganz gerne bei Seven vs. Wild gesehen, was gar nicht geht, weil die vertraglich dann verpflichtet sind, keine andere Survival-Show und so weiter und so fort in diese Richtung zu machen, bla bla bla. Egal, jedenfalls würde ich tatsächlich mit dem Joe, da dass jetzt der Joe dabei ist, für mich den Reiz vom Format Seven vs. Wild nach dieser vierten Staffel, die jetzt durch den Joe primär, nicht nur, aber primär durch den Joe, einen großen Reiz für mich wieder hat. Mehr als jetzt die letzte Staffel tatsächlich nochmal. Aber danach würde ich sagen, ja, und was soll da jetzt noch kommen? Jetzt haben wir ja gesehen, und das ist das, was ich schon seit langem sehen möchte, in diesem Format, Anfänger versus Profi. Und zwar wirklich Anfänger versus wirklich Profi. Das hatten wir ja bisher, hatten wir so, ja okay, Anfänger waren schon dabei, so mit null Ahnung. Das haben wir schon gesehen, zu Genüge. Aber jemanden, der so richtig aus der Profi-Ecke kommt, gab es ja bisher nicht. Und jetzt haben wir gleich von der Sorte vielleicht sogar zwei, also sicherlich nicht nochmal einen zweiten Joe Vogel, aber zumindest noch jemand Zweites mit sehr viel vermuteter Erfahrung im Survival-Bereich. Das ist dann der Stefan, ich glaube, er nennt sich Stefan Waldmann, zumindest, ich glaube, auf Twitch. Eigentlich richtigen Nachnamen kenne ich gar nicht, macht auch nichts, glaube ich, nicht so schlimm. Und ja, aber da wüsste ich jetzt nicht, den hatte ich zum Beispiel letztes Mal auch für die Wildcard vorgeschlagen in der letzten Staffel, dass das doch noch eine mögliche Option für die bekanntere Wildcard, was ja dann einfach auf Bike geworden ist, was auch nicht schlecht war. Aber ja, da hätte ich den jetzt zum Beispiel ganz cool gefunden. Er hatte sich auch beworben. Und jetzt ist er so dabei, auch cool. Ja, ne? Also da haben wir mindestens zwei Leute, die mindestens einigermaßen hoffentlich wissen, was sie tun. Aber dazu dann gleich im Einzelnen mehr. Aber worauf ich wirklich hinaus möchte und warum dieses Vorwort jetzt schon wieder viel zu lange dauert, ist halt im Wesentlichen einfach, für mich ist es das dann gewesen, weil ich weiß nicht, was die sich nächstes Mal noch einfallen lassen, was so als großer, boah, das will ich mir jetzt unbedingt nochmal angucken und unbedingt nochmal intensiv mich damit auseinandersetzen, nebenbei durchgucken. Ja, das tut ja nicht weh, weil ich mache das auch bei der fünften Staffel, wenn es eine gibt, keine Ahnung, kann ich noch nicht sagen. Aber hiermit, damit ist das, dass da jetzt endlich der Profi dabei ist, ist das für mich so ein bisschen das Highlight in der Seven vs. Wild-Historie. Fürs Gucken. Nicht so sehr fürs Kommentieren, weil das Problem ist, wenn der Joe angenommen, ja, vielleicht fällt er in irgendein Loch, habe ich ihm auch schon geschrieben. Aber er weiß ja schon, ob er ein Loch gefallen ist, er ist ja schon wieder da. Und allzu schlimm kann es nicht gewesen sein, also allzu tief das Loch offensichtlich, ja, scheint ihm gut zu gehen. Aber angenommen, der Joe macht alles richtig. Und kommentiert jede Folge, was natürlich sein gutes Recht ist. Selbstverständlich soll er das ausschlachten. Natürlich, ja. Alles andere wäre ja idiotisch. Und dann weiß ich noch nicht so genau, was ich dann noch dazu sagen soll, weil so dumme Survival-Fehler, die fallen auch mir auf. Ja, die kann dann auch ich kommentieren, habe ich in der Vergangenheit ja auch getan. Dem Joe werden noch ein paar andere Sachen auffallen, die mir gar nicht auffallen, weil er halt eben nochmal erheblich mehr Ahnung von der Materie hat als ich. Daher werde ich vielleicht ein bisschen versuchen, mich etwas mehr darauf zu konzentrieren. Oh, das ist ein interessanter Baum da im Hintergrund. Das ist so jetzt mein momentaner Plan, vielleicht diesbezüglich ein bisschen mehr. Eventuell das Zwischenmenschliche, ja nicht nur über das Zwischenmenschliche labern, das macht ja eh schon jeder. Ja, also vielleicht ein bisschen Hintergründe zu Neuseeland, vielleicht ein bisschen mehr so naturwissenschaftlichen Background. Einfach nice to know, jetzt weniger Survival-relevant, weil das, wie gesagt, das überlasse ich ihm Joe. Das heißt, ich überlasse ihm nicht alles, wenn ich habe da schon das ein oder andere sicherlich auch noch dazu zu sagen, aber ja. Ist wirklich so für mich so eine kleine blöder Joe. Naja, nur Spaß. Weißt du Bescheid, gell? So, Allah.
Dann, was wollt ihr? Ja, fangen wir mal an mit den Kandidaten. Ich meine, die werden in der Reihenfolge, ungefähr in der Reihenfolge, wie es mir jetzt einfällt, vorgestellt worden. Da haben wir als erstes den Joe, da haben wir jetzt schon einiges drüber geredet. Der schreibt Bücher. Ach, ich wollte eins in die Kamera heben. Ich hab sie. Ne? Ich habe zumindest einige davon. Ich hoffe, das glaubt man mir auch so. Und die sind hervorragend. Joe ist es dabei wichtig, sagt er zumindest, dass man die durcharbeiten kann und die Systematik dahinter dann verstanden hat und das System verstanden hat, wie das halt eben mit dem Buch funktioniert und nicht, dass du das jetzt irgendwie auswendig lernen solltest, sondern halt eben durcharbeiten und dass da so eine gewisse Struktur da drin ist, dass man sich das auch wirklich als System ein Stück weit einprägt, wenn ich das richtig verstanden habe. Das funktioniert meiner Meinung nach hervorragend. Ich mag diese Bücher wirklich alle sehr, sehr gerne. Ich muss auch gestehen, dass ich bei den Survival Skills, die ich habe, das eine oder andere definitiv beim Joe gelesen habe und mir da abgeguckt habe und vielleicht hier und da noch mit eigener Erfahrung, die auch nicht ganz unvorhanden ist, noch ein bisschen ergänzt. Das eine oder andere mache ich vielleicht ein kleines bisschen anders und noch so ein paar andere Sachen würde ich einfach gar niemals machen. Wüstenexpedition brauche ich nicht, nein, gucke ich mir gerne an, ist sehr interessant, aber brauche ich nicht. Ist mir dann also auch relativ wurscht, wie ich da meine Wassermenge, die ich da mitschleppen muss, berechne. Ich meine, das ist auch interessant, das mal gehört zu haben, aber ja, voraussichtlich, also ich hoffe sehr, dass ich das nicht brauchen werde, sei denn hier irgendwie 5,6 Grad globale Erwärmung oder sowas in die Richtung. Ja, aber lassen wir das, wie auch immer. Ja, der Mann hat Ahnung. Punkt. Ja, können wir mehr oder weniger abkürzen. Ich weiß, er hat nicht nur Fans unter meinen Zuschauern, ne? Also herzliche Grüße an diejenigen, die da nicht so begeistert sind. Ihr müsst ihn nicht sympathisch finden, dass er Ahnung hat, werdet ihr die akzeptieren müssen, weil das ist so. Ja, es sind immer so ein bisschen zwei Paar Schuhe auch für mich. Jemand kann mir grottenunsympathisch sein, aber wenn der sich halt auf seinem Fachgebiet sehr gut auskennt, dann muss man das irgendwie so akzeptieren, ja, auch wenn es einem schwerfällt und man es nicht möchte. Also nicht, dass es jetzt bei mir der Fall wäre, aber ich möchte das einfach nur noch mal kurz gesagt haben. Zumindest die Expertise hoffe ich, dass alle hier Anwesenden akzeptieren können, dass diese vorhanden ist. Ja, es ist halt so ein Punkt, ich weiß quasi genug über Survival, um zumindest einschätzen zu können, ob da jemand anders ein Vollpfosten, gibt's auch, habe ich jetzt selten getroffen, weil der hätte ja nicht überlebt. Ja? Wenn du ein Vollpfosten im Überleben bist, merkt man es daran, dass du es wahrscheinlich nicht tust. Ne? Dementsprechend ganz so schlimm kann ich sein bei denjenigen, die noch unter uns weilen, aber ja, da gibt es schon Leute, die haben mehr Glück als geplantes Überleben sozusagen erlebt. Ja? Und das fällt mir auf. Mir fällt aber auch auf, wenn jemand nochmal einiges mehr auf dem Kasten hat als ich. Und ich weiß eben genug, um einen Fortgeschrittenen vom Profi unterscheiden zu können. Ja? Das ist so ein bisschen der Punkt. Und da möchte ich eben nochmal betonen, aus meiner Sicht ist der Joe definitiv bei den Profis einzuordnen. Ja? Und damit ist er der Einzige, der irgendwo im YouTube-Kosmos, zumindest im deutschsprachigen, wirklich bei den Profis einzuordnen ist. Zumindest von denjenigen, die noch leben. Wüsste nicht, wen ich da sonst irgendwie, also mal abgesehen jetzt zum Beispiel vom Alone-Gewinner, wie gesagt, dessen Name mir nicht einfällt, was blöd ist, beziehungsweise den ich mir einfach zugegeben auch gar nicht versucht habe zu merken, das muss ich nachholen, das ist wirklich peinlich. Egal. Ja, das war's dann mehr oder weniger, ne? Also wirklich so richtig Profi-Level. Ja. Weit fortgeschritten, da können wir uns dann nochmal ein bisschen umgucken, da können wir drüber diskutieren. Ja, aber gut. So, das bringt uns zu Kandidat Nummer 2, damit ich irgendwann mal fertig werde. Das ist der Stefan. Stefan Waldmann, wie habe ich ja schon gesagt, nennt er sich, glaube ich, auf Twitch. Und sonst Survival Deutschland ist der YouTube-Kanal. Den gibt es auch schon ewig. Also mindestens so lang wie mich. Ich meine noch ein bisschen länger sogar als mich. Und der hat in der Anfangszeit, ich habe das immer so ein bisschen verfolgt, auf jeden Fall einen Haufen Tutorials zum Anzünden von allem Möglichen und Arten Feuerle zu machen mit Kaugummi, Papier und Batterie, mit Linse, mit polierter Cola-Dosenboden, mit Feuerstahl natürlich, Feuerbohren, ich glaube, weiß nicht, Handdrill, also Handbohren. Diesen hier war, glaube ich, auch mal dabei. Also haufenweise Zeug zum Feuer bauen, haufenweise Varianten, ein Lager zu errichten mit ein paar Spalatka.
Das ist der russische, die russische Armee-Zeltbahn. Ich weiß nicht, ob das Ding jetzt momentan gerade noch so zu haben ist. Die werden die brauchen, die sie haben. Fand ich immer relativ cool, waren recht kurze Beiträge, war dem Zeitgeist natürlich auch ein bisschen geschuldet. Ein knackiges Tutorial, zack, bumm, raus. Viele Aufrufe zum Teil. Und was man dem Stefan auf jeden Fall zugute halten muss, ist, ich habe ihn immer so ein bisschen als Gegenteil von mir angesehen, eben wenig Theorie, ganz viel Praxis. Und was ich immer imponierend fand und bei Outdoor-Kanälen im weiteren Sinne jetzt irgendwie mir immer wichtig war, dass ich die mochte, ist immer noch so, wenn sie einigermaßen innerhalb der Grauzone juristischer Art bewegt wird, in der wir uns alle bewegen, wenn wir irgendwelche Outdoor-Hobbys begehen, sage ich jetzt mal. Ja? Und das ist beim Stefan auch der Fall gewesen. Also ich habe da selten irgendwas entdeckt, wo ich hätte meckern müssen. Und von daher, ich glaube, wir hatten aber auch nie irgendwie nennenswert was miteinander zu tun. Ich wüsste nicht, dass wir mal irgendwie unter irgendeinem Kommentar irgendeine Kommunikation haben stattfinden lassen. Ist ja auch nicht schlimm, alles gut. Aber ja, ne? So, dann ist im Zuge seiner Seven, also da war wirklich viel, viel wirklich sehr Qualifiziertes dabei. Background ist Ex-Soldat, Scharfschütze wohl und Extremsportler, alle möglichen Laufaktivitäten, irgendwelche Matschgeschichten. Ich krieg's im Einzelnen nicht zusammen, aber auf jeden Fall mindestens Ex bis immer noch, das weiß ich nicht, was da gerade so stattfindet, Extremsportler. Und also ne, Ausdauersport etc., sowas in die Richtung, soweit ich weiß, plus eben diesen Scharfschützen-Background und den ganzen Survival-Camp hat er sich wohl nebenbei, teilweise so Militärkram, nicht nur, ja, das ist auch gut so, weil nicht alles, was Militär-Survival-Ausbildung ist, ist auch automatisch für den zivilen Bereich irgendwie sinnvoll, ja, gar nicht. Und das braucht man nicht immer denken, oh, das kommt von der Armee, das muss das allerbeste sein. Nein, das muss das sein, was jeder Dödel, den du bei der Armee hast, halt auch noch schnell ausführen kann, ohne nachdenken zu müssen. Ja, das ist für Befehlsempfänger und nicht für Leute, die selber denken sollen. Das soll nämlich der gemeine Soldat nicht. Und die militärische Survival-Ausbildung ist halt eben erstmal für den gemeinen Soldaten. Weil der Oberstleutnant, der wird nicht irgendwo ins Nirgendwo geschossen. Wie auch immer. Jedenfalls hat sich da sicherlich vieles angeeignet, was definitiv zumindest im Video mal gut aussieht. Und ich habe schon das Gefühl, dass der was kann. Ja? Ziemlich viel. So. Aber was ich auch interessant fand und was so in den letzten Jahren auch vielleicht so ein Stück weit lauter geworden ist innerhalb der Szene, zumindest dem Teil der Szene, bei dem ich zugehört habe, wenn die sich unterhalten haben, ja, ist, dass da in den letzten Jahren jetzt wenig passiert ist, was da groß beeindruckend gewesen ist. Vom Skill her und als er sich auf Staffel 3 beworben hatte, also die Teamgeschichte, haben die Naturensöhne per ihrer Reaktion auf seine Bewerbung nicht so geklungen, als würden sie ihm allzu viel zutrauen. Ne? Ich weiß nicht, ob das noch online ist, ich habe es mal irgendwann gesucht, habe es nicht mehr gefunden, das muss nichts heißen. Aber ja, ne? Das hat mir ein bisschen zu denken gegeben, weil ich zumindest bis zu diesem Zeitpunkt schon das Gefühl hatte, dass der einiges drauf hat. Und habe mich gefragt, was lässt denn jetzt die Naturensöhne am Stefan zweifeln und habe es bis heute nicht rausgefunden. Daher finde ich das jetzt sehr, sehr, sehr spannend. Also ich freue mich da wirklich drauf, auf ihn als Kandidat, ob denn jetzt diese Zweifel berechtigt waren oder halt eben nicht. Ja, also auch sprich, er hat super krass drauf und kann da mehr, als man erwarten würde. Ja, und dann gab es noch eine zweite kleine Kontroverse, die ist jetzt noch nicht so lange her, vielleicht 4 Wochen gefühlt, irgendwie sowas um den Dreh. Da hatte er ein Pflanzenbestimmungsvideo hochgeladen, das dann mehr oder weniger, ich habe es mir dann irgendwann mal angeguckt und wollte nichts zu sagen, weil, ja, der liebe Frieden. Und nach kamen aber entsprechend viele Kommentare darunter vor, dass er diverse Pflanzen, unter anderem Himbeere und Brombeere verwechselt, Hainbuche und Hasel war es, glaube ich. Ja, und dann halt eben, aber ich möchte das Buch nicht nochmal aufmachen, ja, unter anderem auch einen Hahnenfuß mit einer Heilpflanze verwechselt hat. Und Ranunculaceae, also Hahnenfußgewächse, die sind halt eben nun mal alle durch die Bank giftig und keinesfalls eine Heilpflanze. Und dann lassen wir das an dieser Stelle auch schon. Das ist dann schon ein bisschen schade, wenn dann sowas kommt und da kann man dann schon
zumindest Fragen stellen. Andererseits sind wir alles nur Menschen und machen Fehler und ich habe auch schon den Baum falsch bestimmt und hinterher bin ich zu Kreuze gekrochen und hasse jetzt die, was war es denn? Kirschlorbeer, ja? Lorbeerkirsche, so rum, Lorbeerkirsche muss man das Ding korrekterweise nennen, weil ja, in einem Anflug geistiger Umnachtung, das kann ja mal passieren, ne? Ich da eben Mist gebaut habe. Ich habe es aber dann, wie gesagt, auch wieder korrigiert und ich hoffe, alle haben mitbekommen, dass ich Kirschlorbeer und Rhododendron nicht auseinanderhalten konnte, inzwischen schon. Ja? Also wirklich Schwamm drüber, was soll's. Es ist halt für Survival-Zwecke schon wichtig, zumindest Giftpflanzen zu kennen, damit man die als allerletztes futtert. Das wäre so das Minimum in Anführungszeichen. Und wenn man in ein Terrain geworfen wird, das man vorher gar nicht kennt und nur sehr wenig Zeit hat, sich auf ein irgendwo auf der Welt befindliches Terrain vorzubereiten, wie das jetzt eben bei Staffel 4 der Fall ist, dann hilft es natürlich, wenn man da zum Beispiel ein paar Pflanzen kennt, die halt eben weltweit vorkommen und dementsprechend weltweit zu finden sind und weltweit essbar. Und dazu gibt es eben zum Beispiel von einem gewissen Joe Vogel ein wunderbares Konzept mit seinem dreckigen Dutzend der Pflanzen, die man auf jeden Fall kennen sollte, die eben weltweit in irgendeiner Form zu finden sind und eben gute Nahrungslieferanten darstellen. Zum Beispiel Rohrkolben oder Spitzwegerich, um mal zwei zu nennen. Ne? Ich will nicht, dass ich hier noch irgendwelche Löwenzahn gehört, glaube ich, auch dazu. Da gibt es meines Wissens auch Varianten des Löwenzahns fast überall. Aber mindestens der Rohrkolben, der kommt so ziemlich in, also irgendein Rohrkolben kommt so ziemlich in jeder Sumpflandschaft fast überall auf dem Planeten vor. Jetzt bin ich mir nicht sicher, also Antarktis sicherlich ausgenommen, ne? Aber bei Neuseeland habe ich keinen Schimmer, ob da dem Joe sein dreckiges Dutzend an fast überall vorkommenden Pflanzen tatsächlich noch funktioniert. Ich werde große Freude haben, das mal zu recherchieren und ihm unter die Nase zu binden, falls das nicht der Fall sein sollte. Ja, wie auch immer, jedenfalls, ja, und da hat der Stefan wahrscheinlich, sagt er auch selber jetzt im jüngsten Beitrag, den ich von ihm gesehen habe, wo er sich darüber freut, dass er bei Seven vs. Wild dabei ist, berechtigterweise natürlich, das wollte er ja sehr lange und sehr gerne, dass er sich mit den Pflanzen eben nicht so sehr auskennt und das so ein bisschen seine Nemesis sein könnte. Ja, das ist halt schon ein Defizit, wo man sagen muss, das hat der Joe nicht. Oder zumindest nicht so sehr. Der wird jetzt auch nicht die komplette Flora von Neuseeland auswendig kennen, schon gar nicht, weil der vorher, wir wissen ja jetzt, dass es wahrscheinlich Neuseeland ist. Das wusste der Joe vorher wahrscheinlich nicht. Es sei denn, er hat sehr, sehr gut geraten. Also Südhalbkugel oder Gebirge war, glaube ich, so sein Tipp, wenn man ihm das, wenn man ihm jetzt wieder glauben darf, nachdem er uns die ganze Zeit angeflunkert hat, dass er gar nicht dabei ist. Ja, bleibt interessant. Also ich finde das hochspannend, alle beide. Sehr, sehr interessant. Auch so ein, ja, das ist jetzt böse, ja, also für denjenigen, der daheim hockt, ist das halt so ein Stück weit und deswegen sind sie trotzdem beide sympathisch, also mir zumindest, ist es so ein, ja, nee, eben nicht ein Rennen auf Augenhöhe, aber da kann man halt dann eben schön gucken, wo haben wir einen fortgeschrittenen Survivalisten und wo haben wir den Profi und wo sind da die Unterschiede? Also deswegen ist das für mich wirklich spannend, wie die jeweils performt haben. Es hat ja schon stattgefunden. Ich sage jetzt vielleicht auch ein paar Mal werden, weil es aus unserer Sicht ja noch nicht zu sehen ist und aus unserer Sicht noch nicht stattgefunden hat, aber ja. So, jetzt kann man noch ein bisschen spekulieren. Der Joe ist ja fröhlich weiter am Videos machen und scheint eigentlich ganz gute Laune zu haben. Ich vermute also mal, weil der weiß ja, wie es gelaufen ist und er darf natürlich nichts verraten, aber er wirkt nicht so, als wäre er ins Loch gefallen, das ich hoffe. Der Stefan wiederum hat in letzter Zeit eher wenig und eher, ja, jetzt nicht so das bahnbrechende Zeug, sage ich jetzt mal. Mache ich auch nicht. Standard-Content halt. Ne? Habe ich auch in letzter Zeit auch Standard-Content. Alles gut. Ja. Aber jetzt nichts, wo man jetzt vermuten lassen würde, das wäre jetzt super, super krass gewesen und in letzter Zeit auch nichts, wo man ihn angesehen hat. Habe ich zumindest nicht angesehen, dass er da unglaublich toll performt hat und jetzt super zufrieden auf sich ist. Das muss jetzt auch nichts heißen. Das kann auch einfach gar nichts bedeuten. Aber
ist interessant. Ja? Für mich auch wirklich so ein bisschen eine Quelle der Information. Wie haben die Leute reagiert, nachdem sie wieder da sind? Weil die meisten haben sich ja abgemeldet und das war ja auch deswegen interessant, eben im Internet zu beobachten. So ein paar Leute haben sich für ein paar Wochen abgemeldet, wollen gar nicht verraten, wo sie da eigentlich hingegangen sind und sind halt jetzt einfach mal komplett offline. Und was macht man in der heutigen Zeit, wenn man nicht selber einen Abenteuerurlaub macht, indem man offline sein möchte? Das kann man aber dann ja vorher verraten, dass man das tut. Wohl, wenn man nicht verraten darf, was man vorhat und dafür offline ist und potenziell in die mögliche Range der Kandidaten für ein Seven vs. Wild reinpasst. Was wird man dann wohl gemacht haben? Und dementsprechend wusste man auch, wann die wieder zurückgekommen sind und um ihre Community eben mitzuteilen, dass sie jetzt wieder online sind, in Anführungszeichen, haben die meisten halt irgendwas von sich hören lassen und ein kleines Posting von sich gegeben. So, und im Fall vom Stefan, der sah eigentlich ganz happy dabei aus. Daher, spannend. Ja, also so Pro und Contra, ob man daraus irgendwie was ablesen kann, weiß ich nicht. So, dann haben wir Selfie Sandra. Ich habe keine Ahnung, wer Selfie Sandra ist. Ich habe mir mal irgendein Video von ihr halb angeguckt, habe dann festgestellt, das muss ich eigentlich nicht unbedingt machen. Die Frau ist mir grundsätzlich nicht unsympathisch. Ich weiß nicht, ob sie Outdoor-Erfahrung hat. Vielleicht kann mich da jemand in den Kommentaren aufklären. Sie soll wohl lustig sein und das ist wohl ihre Qualifikation, weshalb sie Influencerin oder eben Social-Media-Persönlichkeit ist. Ja, das war's. Ja, ich kenne sie einfach nicht. Das ist in keinster Weise was Negatives, aber sie scheint eher dem Anfängersektor anzugehören. So grob, was kann man sagen, wenn man sonst nichts über sie weiß? Sie hat auf jeden Fall genug Energiereserve dabei und das ist nicht böse gemeint oder positiv oder sonst wie. Es ist einfach eine Bemerkung aus fachlicher Sicht zur Überlebensfähigkeit einer Person, wenn man sie in der Wildnis aussetzt. Ja? Und da ist es hilfreich, viel Energie, also eine Möglichkeit der hilfreichen Konstitution oder Statur oder was auch immer, die man da haben kann, ist eine große Energiereserve dabei zu haben. Weil dann kannst du eben sehr lange aus deinem Fettvorrat zehren und wirst auch relativ lange leistungsfähig sein, während du aus deinem Fettvorrat zehrst, solange du dann im besten Fall im Vorfeld der Vorbereitung, das hat der Joe auch schon verraten, dass er das schon gemacht hat, dich bereits vorher in die sogenannte Ketose begeben hast. Ja, der Körper funktioniert ja im Wesentlichen so, dass er für schnelle Stoffwechselvorgänge Kohlenhydrate verbrennt, langfristig Fett, so auf die lange Bank sozusagen, da eben vom großen Speicher zehren, und ansonsten braucht man natürlich noch Protein, weil das halt die Muskeln antreibt, und ein kleiner, nicht ganz unbedeutender Muskel ist halt zum Beispiel so ein Herz. So, und wenn du jetzt vor dich hin verhungerst, dann baust du in jedem Fall immer auch Proteine ab, weil die durch nichts anderes substituiert werden können. Dir wird sehr schnell der Zucker alle gehen, beziehungsweise die Kohlenhydrate, weil die eben im Wesentlichen nur kurzfristig verfügbar sind und man die regelmäßig zu sich nehmen muss, um halt regelmäßig wieder Zucker zu kriegen. Blutzuckerspiegel geht wieder hoch, ne? Da können wir Insulin und Glucagon rausholen, den ganzen Krempel vom Stoffwechsel. Müssen wir jetzt hier nicht allzu ausführlich machen, aber im Großen und Ganzen braucht man vor allen Dingen deswegen immer ein bisschen Kohlenhydrate unter Normalbedingungen, weil die fürs Hirn notwendig sind. So, und jetzt kommt es vor, beim Hungerstoffwechsel, die ersten Tage, die man halt nichts mehr zu fressen kriegt, wenn man vorher noch auf normaler Kohlenhydrat-, Eiweiß- und Fettbasis normal, in Anführungszeichen, was immer eine normale Ernährung sein soll, ja, aber sich einigermaßen durchschnittlich, sage ich jetzt mal, ernährt hat, dann hat man im Wesentlichen einen Kohlenhydratbedarf fürs Hirn. Fallen jetzt die Kohlenhydrate weg, kriegt das Hirn davon zu wenig. Deswegen stirbt man jetzt nicht gleich und wird auch nicht sofort wahnsinnig. Man wird aber, oder viele Menschen zumindest, das ist nachgewiesen so, werden dann erstmal ziemlich träge. Bis dann irgendwann, weil halt die Kohlenhydrate, und ich gehe mal davon aus, dass dann gar nichts zu essen gefunden wird in dieser Zeit, also auch keine Proteine und auch keine Fette, aber weil halt eben die Kohlenhydrate fehlen, muss der Körper sich dann irgendwann was einfallen lassen, dann dauert es unterschiedlich lange, auch wieder je nach Typus, bis dann die sogenannte Ketose einsetzt, in der Fett zu Ketokörpern oder Ketonkörpern, weiß gar nicht genau, wie die jetzt in der Fachwelt heißen, umgebaut wird, und diese funktionieren dann quasi wie ein Kohlenhydrat. Das ist also ein kontinuierlicher Bau
der Mindestversorgung von Kohlenhydrate fürs Hirn über den Fettstoffwechsel stattfindet und man im Grunde dann in der Lage ist, nicht alle drei Makronährelemente zu brauchen, sondern eben nur Fett und Proteine im Wesentlichen. Ja, und das ist gerade für eine Survival-Situation, in der du zwar auch mal hin und wieder ein paar Kohlenhydrate findest, aber zumindest für die ersten Tage wahrscheinlich ein bisschen hungern wirst. Wahrscheinlich, vielleicht auch nicht, aber es ist zumindest realistisch, dass das passieren kann. Ist es hilfreich, wenn man da bereits in der Ketose startet, weil man dann nicht nach ein, zwei Tagen ins Loch fällt, weil einem dem Hirn der Zucker sozusagen ausgeht, beziehungsweise die Kohlenhydrate eben, da man ja schon Ketonkörper produziert. Das heißt, man kann von seiner Körpersubstanz ohne Leistungsverlust einfach weiterleben und die ersten drei, vier Tage in einem Survival-Szenario beispielsweise volle Kanne Leistung geben. Da verbrennt man dann trotzdem Kalorien in Form von Fett. Aber Fett ist halt erheblich einfacher mitzunehmen als Kohlenhydrate. So. Heißt, wenn die Sandra bereits in der Ketose wäre, wenn sie bei Seven vs. Wild startet, dann könnte sie mit ihrem vermutlich zu dem Zeitpunkt auch vorhanden gewesenen Energievorrat, den sie mit sich herumträgt, den ihr auch keiner wegnehmen kann, aus nachvollziehbaren Gründen, prinzipiell sehr viele Tage, locker so 20, ja, eigentlich, insbesondere wenn man das vorher trainiert hat, dann sollte das gar kein Problem sein, da eine gewisse Arbeitsleistung bringen, ohne größere gesundheitliche Beeinträchtigungen oder Beeinträchtigungen der allgemeinen Leistungsfähigkeit zu erleben und das weitgehend fast ohne Nahrungsaufnahme. Was sie dann irgendwann problematisch werden könnte, ist, wenn sie zusätzlich zu ihrem hohen Energiespeicher, den sie mit sich herumträgt, eher wenig Muskelmasse besitzt, weil die halt nach und nach auch abgebaut wird. Im Prinzip eine Muskelzelle muss immer unterhalten werden, aber irgendwann stirbt die mal ab. So, und wenn die abgestorben ist, dann brauchst du eine neue und die musst du bilden aus Protein. So, jetzt hast du aber nirgendwo am Körper irgendwo einen großen Klumpen Protein, der für solche Zwecke gespeichert wird und dann aus dem Vorrat man zählen kann, sondern Protein speichert der Körper nur in Form von Muskulatur im Wesentlichen. Ja? Und das heißt, wenn du nicht eine große Menge an Muskulatur mit dir rumschleppst, kannst du es dir nicht leisten, Muskeln abzubauen, was automatisch passieren wird, weil du sonst irgendwann so schwach wirst, dass du halt nichts mehr bringen kannst, nichts mehr leisten kannst und dann liegst du rum und musst auf Rettung warten. Das heißt, du bist dann nur noch ein passiver Survivaler, der im besten Fall halt irgendwann gerettet wird. Und das wollen wir ja nach Möglichkeit vermeiden. Und das bringt uns dann eben zu dem Punkt, wo man im Idealfall, wenn man möglichst lange ohne Nahrung auskommen möchte, erstmal ins Fitnessstudio und pumpen geht, bis man ausschaut wie Sascha Huber oder zwei Sascha Hubers und sich dann noch eine ordentliche Wampe anfrisst. Ohne die Muskulatur allzu sehr abzubauen, um es mal deutlich zu formulieren. Ja, das wäre so der Ideal. Und dann in die Ketose geht, also eine ketogene Diät macht, nur noch Fett und Eiweiß futtert und dann nach Seven vs. Wild startet, beziehungsweise nach Alone. In einer Staffel, ich verrate nicht welcher, hat der Gewinner mehr oder weniger dadurch gewonnen, dass er quasi exakt das gemacht hat. Der war dick, aber kräftig. Oder kräftig, aber dick und hat, obwohl er wenig Erfolg bei der Nahrungsbeschaffung hatte, einfach von seiner Körpersubstanz, und er hat natürlich noch einen eisernen Willen bewiesen, das muss man auch noch haben, das kommt natürlich noch erschwerend dazu, da wirklich ewig lange rumgehangen und war ums Verrecken nicht tot zu kriegen sozusagen. Und kurz bevor er dann psychisch zusammengebrochen ist, ist halt der zweite raus, das ist ja immer Last Man Standing, heißt, wenn der Vorletzte aufgibt, hat der Letzte gewonnen. Und ja, Glück gehabt. Allzu lange hätte er das wahrscheinlich auch nicht mehr gemacht, wir wissen es nicht. Oder ob er einfach wirklich geblieben wäre bis zum bitteren Ende, bis sie ihn raustragen müssen. Sie nehmen Kandidaten auch raus, wenn die sich quasi zu Tode hungern, wenn es aus medizinischer Sicht nicht mehr weitergehen darf, weil man dann riskiert, dass derjenige da wirklich bleibende Schäden davonträgt, dann wird er rausgenommen. Das heißt, du musst schon, es ist gefährlich, alone gewinnen zu wollen, indem man sich einfach runterhungert, sozusagen. Das heißt, man muss schon auf einem wirklich ordentlichen Niveau starten, um das dann hinkriegen zu können. Außerdem wird einem langweilig sein, wenn man eine Strategie des Runterhungerns fährt, weil man kann sich ja nicht allzu sehr bewegen. So ein Spaziergang auf den nächsten Berg ist da nicht drin, weil das Kalorien verbraucht, die du ja eigentlich brauchst, um nochmal einen extra Tag hier rumzusitzen. So in dem Stil. Ja? Also ich habe da
vor diesem stoischen Absitzen immer einen gewissen Respekt. Das hatte ich auch bei der letzten Staffel bei denjenigen, die das da gemacht haben. Wir haben auch ein bisschen noch was getan. Ja. Manche Leute meinen, ich wäre zu böse gewesen, dass die auch noch toll voll die Sachen nebenbei gemacht hätten und nicht nur rumgesessen wären. Naja, aus Survival-Sicht sind sie schon weitestgehend eigentlich nur rumgesessen. Tut mir leid, ja. Das ist halt nun mal so. Gut, ja, also in der Hinsicht könnte eine Selfie-Sandra 14 Tage da schon überstehen, so sie dann in der Lage ist, Wasser zu finden und vielleicht genügend Muskelmasse. Das weiß ich nicht, das sieht man jemanden nicht an, ob der zusätzlich zu einem hohen Energiespeicher noch eine gewisse Kraft besitzt und eine gewisse Muskelmenge. Aber das kann schon funktionieren. Ja? Wenn sie den Willen hat, worüber ich keine Ahnung habe, das kann ich überhaupt nicht sagen, das auch durchzuhalten und hup, schrapp, 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 Sekunde bitte. Dann warum nicht? Ja? Und Humor, den sie ja wohl haben soll, heißt es, ja? Das ist sicherlich hilfreich. Punkt. So, wen haben wir noch? Wir haben Flying Uwe. Flying Uwe macht auch gefühlt Social Media, er sagt seit 20 Jahren, weiß ich nicht, geht das überhaupt? Ich glaube gerade so, oder? Ja, gerade so vielleicht. Jedenfalls war der schon da, als ich angefangen habe, deswegen kenne ich ihn auch, weil als ich angefangen habe mit Social Media, habe ich mal eine mir mal angeguckt, in welchem Arbeitsumfeld ich mich denn hier eigentlich bewege. Und daher habe ich mir wirklich alle möglichen Kanäle angeschaut, die ich mir nie wieder anschauen werde, war zumindest der Plan. Bin unter anderem auch bei Bibis Beauty Palace gelandet und solche Sachen. Man ist immer ganz entsetzt, wenn ich weiß, wer das ist. Weil ich halt eben gerne wissen möchte, in welchem Umfeld ich mich hier eigentlich bewege auf dieser Internetplattform. Ne? Also ich bin da schon gar nicht so sehr hinterm Berg, wie man vermuten würde. Zumindest, also ich gucke mir natürlich nicht den Standard-Content von den Leuten an, aber ich gucke mir so ein bisschen an, was machen die, versuche rauszufinden, warum das funktioniert und daraus was zu lernen. Das habe ich schon immer so gemacht, das mache ich auch weiterhin so ein Stück weit, abgesehen davon, dass ich an meiner Nische und meiner Art und Weise, wie ich hier vorgehe, jetzt nichts mehr ändern sollte, das wäre schlecht. Never change a running system, also jedenfalls nicht zu sehr ändern, wie auch immer. Jedenfalls kenne ich daher auch den Flying Uwe. So, und der hat zumindest damals, als er für mich neu und ich auch neu sozusagen war, hatte er tolle Tutorials, die waren wirklich gut für Fitness zum Daheimmachen quasi gebracht. Also irgendwelche, ich habe keine Ahnung, ob die jetzt funktionieren oder nicht, aber irgendwelche Fitnessübungen mit schweren Büchern. Oh, hat jeder daheim, braucht ihr keine Hanteln kaufen oder sonst wie, macht doch Folgendes mit schweren Büchern. Macht doch solche Liegestützen, so, und wenn ihr das zu einfach wird, dann macht doch solche Liegestützen etc. pp. So, und wenn du so einen lustigen, gesprungenen, wirbelnden Kick machen möchtest, dann mach das doch folgendermaßen. Da holst du Anlauf und in 5 Schritten und dann machst du das so. Und das war eigentlich alles ganz cool, muss ich sagen. Ja? Heute weiß ich nicht so genau, aber zumindest damals konnte ich sehr gut nachvollziehen, warum der erfolgreich ist. Und durchtrainiert war er, fit war er wie Turnschuh, und das ist er sicher heute auch noch. Und jetzt ist er halt ein Seven vs. Wild Kandidat. Das ist jetzt das Problem, vielleicht ist die andere Seite des Problems, weil dem fehlt, was die Sandra hat, nämlich der Energiespeicher. Genügend Protein zum Abbauen hätte er schon, nur kann man eben nur über einen relativ kurzen Zeitraum nur mit Protein zum Abbauen sozusagen seinen Energiestoffwechsel am Laufen halten. Das geht zwar, Protein kannst du auch zu Zucker sozusagen umfunktionieren fürs Hirn verwenden, du kannst mit Protein auch generell eben deinen kompletten Stoffwechsel aufrechterhalten, aber das baust du dann halt eben ab und dann baust du Muskulatur ab und zwar baust du überall Muskulatur ab und eben nicht nur im Bizeps, sondern auch den Herzmuskel. Und das kann dann je nach Herzmuskel eben durchaus dazu führen, dass der dann halt irgendwann versagt und man dann doch relativ schnell den Hungertod schlicht und ergreifend erleidet. Kann, muss nicht, ist auch wieder alles individuell ein bisschen abhängig, aber mit der Statur von einem Flying Uwe, das war das gleiche beim Sascha Huber, brauchst du eine gewisse Menge an Futter, dass du eine gewisse Zeit durchhältst und das kann ansonsten relativ schnell, relativ böse Folgen haben. Jetzt ist 14 Tage in jedem Fall kein Zeitraum, wo man jetzt sagen muss, ja, danach sind sie zu Tode gehungert oder sonst irgendwie. Wir haben es ja ganz schön in der letzten Staffel gesehen, dass da eben zum Beispiel der Gewichtsverlust einer Ann-Kathrin, also einer Affe auf Bike,
hielt sich in Grenzen, weil die haben ja immer mal wieder was gegessen. Ja, auch ein Knossi und ein Sascha, also auch beim Sascha, der hat das auch einigermaßen durchgehalten, weil der hat ja auch immer wieder mal ein bisschen was gegessen. Und das, was sie gegessen haben neben den Beeren, war ja auch oft Protein. Ja, ein Fisch, das ist Protein, definitiv. Viele Fische, erst recht. Und das bisschen Protein, das verhindert dann halt schon relativ schnell, dass man, wenn man noch irgendwo noch ein bisschen Fett am Körper hat, ich weiß nicht, ob inwiefern sich der Sascha vorher noch ein bisschen was angefuttert hatte, wenigstens ein bisschen was. Groß was von gesehen hat man ja nicht, aber das verhindert dann doch recht schnell, dass man da abbaut. Also, jetzt sagen wir mal so, der Muskelmann braucht einfach schneller was zu futtern als eine Sandra. Punkt. Ja? Und das ist nicht nur ein Vorteil. Andererseits, wenn der Ork vorbeikommt, bekanntermaßen gibt es in Neuseeland Orks und Urukai, dann kann der Uwe den wegkicken. Das ist auch nicht schlecht. Ja, eigentlich wahrscheinlich ziemlich nutzlos für ein Survival-Szenario, da jetzt super ultra durchtrainiert zu sein. Viele Survivalisten haben auch eine gewisse Nahkampf-Ausbildung, in Anführungszeichen, durchlebt oder mal einen Kampfsport gemacht, weil es halt so Survival-Lifestyle, in Anführungszeichen, das hat er niemals so genannt, aber sowas wurde zum Beispiel von Survival propagiert, dazu gehört, dass man halt eben auch eine gewisse Selbstverteidigung erlernt. Einfach weil alles, was dir das Überleben sicherstellen kann, eben zum Survival dazugehört, wenn du das ganzheitlich verstehen möchtest. Ja, und ja, daher ist das häufig bei Survivalisten der Fall, für Wildnis-Survival aber wahrscheinlich nicht besonders nützlich, würde ich jetzt behaupten wollen. Ja, jetzt darf man natürlich nicht so viel Böses über den Uwe sagen, sonst kommt er und kickt einen weg. Ach ja, da habe ich ein Trauma. Ja, es gab mal einen jungen Ben, muss ich kurz erzählen, der hat ebenfalls ein wenig Kampfsport betrieben, beziehungsweise Kampfkunst, irgend so ein Mittelding in der dazwischen, traditionelles Taekwondo, sehr mit viel Meditation und so einem Krempel zwischendrin, aber dann halt wieder auf die Fresse. Und das hat mir eigentlich immer sehr viel Spaß gemacht und irgendwann bin ich mal auf ein paar Turniere gegangen, nicht viele, und war da auch jetzt nicht so super erfolgreich, dass ich mich da irgendwie mit brüsten kann. Für mich persönlich, ich hatte nie sportliche Erfolge gehabt im Leben, waren es aber so die paar Sachen, wo ich einigermaßen sportliche Erfolge hatte. Deswegen bin ich eigentlich froh, das gemacht zu haben und gucke da gern drauf zurück. Wie auch immer, jedenfalls gab es da mal so ein Turnier und da hatte ich eine Runde erfolgreich überstanden und mich gefreut. Und es gab nicht allzu viele Gegenkandidaten, beziehungsweise allzu viele Gegner. Es gibt dann immer nur so viele, wie sich da anmelden bei so einem kleinen Turnier. Sind das dann 4, 5 pro Gewichtsklasse vielleicht. So, blöderweise, das ist ja häufig was junge Menschen machen, Kampfsport. Ne? Und dann sind sie mit der Schule fertig und ziehen wohin auch immer und hören damit auf und dann war es das. Dementsprechend hast du halt eben viele Halbstark, also Teenager, viele Kinder, noch viel mehr Kinder und dann nur wenige junge Erwachsene, die halt eben noch nicht weggezogen sind. Das war auch mein letztes Turnier, danach bin ich eben genau das weggezogen zum Studieren, ne? Oder zur Bundeswehr, eins von beiden, ja, Bundeswehr erstmal, ja, egal. Jedenfalls hatte ich meinen ersten Gegner besiegt und man trägt ja beim Taekwondo, zumindest damals war das so eine Kutte, die so ein bisschen an den Gi der Japaner, diesen Karateanzug, den kennt man vielleicht eher, erinnert, sieht fast so genauso aus. Geringfügige Unterschiede, Korea, Japan, die mögen sich zwar nicht, sind sich aber kulturell gar nicht so furchtbar fern, zumindest was die traditionelle Kultur angeht. Wie auch immer, jedenfalls, alle haben so einen schicken Anzug angehabt, so auch ich, so, und jetzt kommt da mein Gegner. Und der Typ hat eine silberne Hose. Ja? Und ich war entsetzt, wie kannst du nur hier auf die Tradition scheißen und eine silberne Hose anziehen? Du machst hier einen auf, eine silberne Hose, die auf dicke Hose macht, sozusagen. So, dann ging's los und dann sehe ich einen silbernen Schemen und dann habe ich einen Fuß im Gesicht. Und ich bin 1,90, ja. Und weil der Fuß auch noch gesprungen war, gab das 3 Punkte und damit war ich K.O. Also nicht wirklich K.O., mir ging es gut, aber also einigermaßen. Einen Fuß kannst du nicht im Gesicht haben, jedenfalls keinen gesprungen, gedreht, gekickten Fuß, ohne dass es ein kleines bisschen Konsequenzen hat, selbst wenn da noch so ein entsprechendes Polster am Fuß dran war. Also da gibt es so Protektoren, die man da an den Füßen hat, damit man niemanden allzu sehr ins Koma befördern kann. Aber jedenfalls habe ich dann beschlossen, okay,
Du bist zwar ein Arsch, aber du hast dir eine silberne Hose verdient. Und B, ich habe jetzt ein Trauma, was silberne Hosen angeht und Typen wie den Flying Uwe, die offensichtlich gesprungene Drehkicks beherrschen. Gut, das hat überhaupt nichts mit dem Thema zu tun, aber musste sein. So, der Uwe ist mir dann noch später noch einmal aufgefallen wegen Schleiching-Uwe. Ja, da ging Schleiching-Uwe durch das Internet. Da war er nämlich bezichtigt, Schleichwerbung betrieben zu haben, indem er bei 3 Videos im Hintergrund irgendwelche Fitness-, Eiweiß-, Schieß-mich-tot-Gedöns-Supplements, würde man sie heute nennen, herumstehen hatte, die seiner eigenen Firma gehören und die auch irgendwie immer mal wieder positiv erwähnt hat, ohne Dauerwerbesendung oder Werbung oder was auch immer ins Video zu schreiben, in dem Moment, wo er das macht. Damals war die Rechtslage auch noch ein bisschen eine andere, also wahrscheinlich hätte er, zumindest sah man das so von Seiten der Behörden, in dem Video komplett von vornherein, dadurch, dass seine Produkte ständig im Hintergrund rumstehen und präsent sind, Dauerwerbesendung irgendwo oben in die Ecke setzen müssen. So, hat er nicht gemacht. Hat sich dann auch geweigert, das nachträglich zu tun, die Videos runterzunehmen und wurde dann zu 10.400 irgendwas Euro sozusagen verknackt. Hat das auch noch öffentlich gemacht und wollte zuerst nicht zahlen, wollte dann vielleicht doch zahlen und hat dann letzten Endes die Videos runtergenommen, zumindest soweit ich mich jetzt daran erinnere. Ja? Und damit war das dann für die entsprechende Behörde, auch Medienanstalt, irgendwas, weiß ich nicht mehr, war das damit auch erledigt, weil die Untat ist ja jetzt quasi beseitigt und dann braucht er auch nichts zahlen. Aber mir ist Schleiching-Uwe, Schleichwerbungs-Uwe, noch ein bisschen im Gedächtnis geblieben und ich fand das damals relativ witzig. Hat mich interessiert, warum? Naja, ganz einfach, weil ich bin auch Content-Creator oder wie wir uns immer auch nennen wollen und daher ist es für mich halt auch interessant, welche rechtlichen, juristischen Folgen das, welches, jenes oder welches Verhalten auch immer jeweils haben kann. Das also war für mich schon interessant, die Nummer mit Schleiching-Uwe. So, ja, und jetzt habe ich mir mal einfach spaßeshalber angeguckt, was er in letzter Zeit so an Standardvideos auf YouTube gemacht hat. Der hat ja auch noch Instagram und was weiß ich was alles, keine Ahnung. Aber nur mal auf YouTube gab es ein Ich distanziere mich Video, da sagt er, ich distanziere mich von allem und gehe weg und bin offline und so weiter. Wie wir heute wissen, war das wohl ein Ich bin dann mal bei Seven vs. Wild am Teilnehmen. So, und dann hat er ein, ich bin wieder da und mein Mitarbeiter hat in der Zwischenzeit den Laden gemanagt und kriegt jetzt eine Thai-Massage, weil er das so toll gemacht hat und er muss vorher noch 3 Liegestützen machen und 4 Klimmzüge oder irgendwie umgekehrt. Ja, und die Erfahrung war, ja, das hat man nicht so ganz wirklich rausgefunden, was die Erfahrung genau gewesen ist. Da war er jetzt aus meiner Sicht ein bisschen kryptisch, aber offensichtlich nicht nur positiv, aber auch offensichtlich nicht total negativ. Also so irgendwas dazwischen wohl, er weiß es wohl, glaube ich, selber noch nicht so genau. So, und das ist auch schon ein paar Monate her, dieser Post. Und seitdem ist zumindest auf dem Flying Uwe Hauptkanal so nichts mehr passiert. So. Und dann gibt es wohl gerade Ehestreitigkeiten und wenn man in die Kommentare guckt, hört man, dass er ganz böse zu seiner Frau oder schon Ex-Frau gewesen ist und das geht mir überhaupt nichts an, ist mir scheißegal. Ja, das ist Privatangelegenheit, hat mich nichts anzugehen, Punkt. Ja, aber vielleicht ist der Uwe jetzt nicht der allersympathischste Kandidat, den sie bei Seven vs. Wild jemals hatten. Ja, vielleicht. Je nachdem. So. Gut, wen haben wir noch? Dann haben wir noch Julia Beautix. Da habe ich, das war ja schon vorher geleakt, dass die wahrscheinlich mitmacht. Und da habe ich mir gedacht, hä, wer ist das denn? Und habe mich dann mal informiert, wer das ist, weil die hat ja haufenweise Abonnenten, also wirklich so richtig, richtig viele. Und wie gesagt, im Rahmen meiner Recherche, was auf meiner Plattform, auf der auch ich tätig bin, hier so los ist, interessiere ich mich natürlich für die Großen. So, und bei den Großen ist sie wohl im direkten Umfeld von Julian Explosion. Bam! Und dem Typ mit den blauen Haaren, den die CDU nicht mag. Ja, und ja, irgendwo so in diesem Kontext bewegt sie sich, ist wohl laut Wikipedia, ja, die Großen haben Wikipedia-Seiten, habe ich auch gelesen, ist sie auch Schauspielerin, ein Stück weit auch Sängerin und macht so ziemlich alles, was irgendwie was mit Medien zu tun hat. Auf ihrem YouTube-Hauptkanal habe ich mal geguckt, was da für Videos da sind und das ist im Wesentlichen harmloser Spaß.
Das ist jetzt nicht unbedingt gerade Shakespeare, aber es tut auch niemandem weh, würde ich jetzt behaupten wollen. Hab mal hier und da ein bisschen reingeguckt, hin und wieder. Zumindest wird die Gürtellinie nicht unterschritten, es wird sich hin und wieder an ihr bewegt. Aber das ist ja in Ordnung, meine Güte. Ja, so brüde bin ich auch nicht, dass ich das jetzt furchtbar schlimm finden würde. Es ist nicht weit drunter, wie das zum Beispiel bei einigen Kandidaten letztes Jahr der Fall gewesen ist. Daher mache ich mir da eigentlich relativ wenig Sorgen. So, und weil ich dann irgendwann zu viel Zeit hatte und nichts anderes auf YouTube lief, habe ich mir mal das komische, schon ein bisschen seltsam, aber das Format Julia oder Julia versus Joey reingezogen. Da ist eine gewisse Julia, also unsere hier, die Beautix, und ein Joey, das ist wohl ihr wohl bester Freund, so wie ich das verstanden habe. Und ja, und die haben da Challenges gemacht. So Sachen wie über ein krass hohes Hochseil laufen, an dem Moment wäre ich raus, irgendwo runtertauchen und Ringe hochholen oder in irgendeinem spukigen Wald in Rumänien hocken und sich da bespuken lassen. Ehrlich gesagt, also das war auch nicht gerade Shakespeare, aber ich fand es eigentlich ganz lustig. Ja, das hast du halt schnell weggeguckt mit doppelter Geschwindigkeit, ja, okay, zumindest mit 1,75-facher Geschwindigkeit und irgendwie ganz witzig, irgendwo waren sie noch Eistauchen in Finnland und die sind halt durch die komplette EU getourt, das sollte wohl auch irgendwie so eine Werbung für die EU sein, ich weiß es nicht. Ja, harmloser Spaß. Jedenfalls hat mir die Frau in zwei Punkten dahingehend imponiert, dass ich nicht der Meinung bin, dass sie halt irgend so ein olles Beauty-Püppchen ist, wonach sie aussieht. Ja, im positiven Sinne von, die ist schon attraktiv, keinen Zweifel. Ja, das ist eine gut aussehende junge Frau, also zumindest nach den allgemein gesellschaftlich anerkannten Kriterien für gutes Aussehen. So. Und trotzdem, was mir imponiert, dass sie sich offensichtlich nicht zu schade ist, hin und wieder sich auch mal ungeschwingt und verpickelt zu zeigen, so nach dem Motto, auch ich sehe so aus, wenn man mir nicht eine Stunde lang Zeug ins Gesicht klatscht. Ja? Und das, spätestens das hat mir imponiert, weshalb ich jetzt sagen muss, da ich auch nichts gefunden habe, wo sie irgendwie wirklich ethisch-moralisch böse gewesen wäre, oder besonders fragwürdig, sodass man es als negatives Kriterium irgendwie hervorheben könnte. Und sie sich tatsächlich gerade bei diesen Challenges wirklich ordentlich ins Zeug gelegt hat und offensichtlich auch sportlich ist. Und einen gewissen Willen zum Durchhalten scheinbar schon besitzt. Bin ich da echt gespannt. Ja? Also finde ich eigentlich eine sehr interessante Wahl. Gerade auch eben so aus der Kategorie Leute aus dem Internet, denen, also mit sehr viel Fame, wie das so schön heißt, denen man nicht zutrauen würde, dass die irgendwie 14 Tage im Nirgendwo in der Pampa rumhocken wollen. Ja? Oder zumindest versuchen, da so lange rumzuhocken. Und was noch entscheidend dazu kommt, weshalb ich da wirklich gespannt bin auf die Julia, ihr Ich-bin-wieder-da-Video. Also erstens imponiert es mir einfach, dass man, ja, dass die sich traut, da scheiße auszusehen. Also scheiße im Sinne von, boah, ist die fertig. Ja? Nicht scheiße im Sinne von, das sieht nach ein paar Tagen wieder gut aus. Nicht wieder gut aus. So nicht. Aber sie sieht wirklich richtig fertig aus. Und das ist deswegen spannend, weil das lässt vermuten, dass sie vielleicht relativ lange durchgehalten haben könnte. Und wie gesagt, das ist durchaus, ja, Das würde mich interessieren. Das ja, könnte spannend werden. So, jetzt muss ich erstens den Akku wechseln und zweitens überlegen, welche Kandidaten ich noch vergessen habe oder welchen Kandidat. Achso, da war noch so ein Hugo, ja. Ich wechsle mal. Ja, der Hugo, ich glaube Hauptkanal Let's Hugo und ich meine, es gibt auch einen satten oder hungrigen Hugo oder irgendwie sowas. Also diese ganzen Hugo-Namensgebungen finde ich ja ganz sympathisch. Junger Mann, offensichtlich. Ich glaube, der ist erst 21 oder 22 oder irgendwie sowas um den Dreh. Also wurde zumindest so im Ankündigungsvideo gesagt, das sei der jüngste Kandidat bisher. Ja, es gibt Szenen, in denen wirkt er für einen oberflächlichen Betrachter tatsächlich nicht besonders intelligent. Ich glaube, das ist gewollt. Ja? Inwiefern es der Realität entspricht, ist schwer zu sagen. Ich meine, der macht auch Livestreams und die ermöglichen, entweder ist man ein sehr guter Schauspieler oder sie ermöglichen nur zu einem gewissen Grad das Vorspielen einer völlig anderen Persönlichkeit, als man tatsächlich ist. Das ist per
vorgeschnittenem und überlegtem und gegebenenfalls mit Teleprompter im Hintergrund gedrehten Video natürlich ganz einfach, beziehungsweise erheblich einfacher, eine Kunstfigur im Internet darzustellen, die vom eigenen Charakter ein Stück weit oder sehr weit, je nachdem, abweicht. Das geht aber per Livestream wirklich nur so begrenzt, weshalb ich zum Beispiel so einem Trimax, so einem Rumatra oder so einem, wie heißt der andere, Papa Platte, durchaus eine gewisse Authentizität unterstellen möchte, was sie jetzt nicht unbedingt für mich sehr viel sympathischer macht. Aber glaubwürdig, dass die tatsächlich so sind, wie sie da jeweils vorgeben zu sein, ne? Und ich könnte mir vorstellen, dass das beim Hugo vielleicht auch der Fall sein könnte. Jetzt ist es aber ganz eine böse Unterstellung und das möchte ich ihm nochmal sehr klar von differenzieren, dem zu unterstellen, dass er tatsächlich blöd ist oder dumm oder sagen wir mal nicht besonders intelligent, nur weil er hin und wieder so tut oder so wirken möchte. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das nicht teilweise beabsichtigt ist, weil so ein Stück weit sicherlich sein Unique Selling Point für eben die Social Media Karriere sicherlich irgendwo darstellt. Der wird schon ein bisschen mehr auf dem Kasten haben, als das vielleicht den Eindruck machen soll. Vielleicht. Ja? Daher vielleicht sogar auch eine ganz interessante Wahl. Der kommt wohl auch so mehr oder weniger aus dem Trimaxen Umgebungsbereich und die kennen sich sicherlich auch irgendwie persönlich. Und da gab es mal irgend so eine Szene, wo sie in irgendeinem zu großen Auto rumgefahren sind und irgendwie ihn drauf gehänselt haben, von wegen, dass er doch bei Seven vs. Wild mitmachen müsse und er dann irgendwie Nein sagen musste, es aber irgendwie nicht so richtig hingekriegt hat, glaubhaft Nein zu sagen, weshalb man eben schon ewig lange weiß, dass er vermutlich dabei ist, weil er halt nicht lügen kann. Wie gesagt, eine Charaktereigenschaft, die ich eigentlich nicht schlecht finde, nicht lügen zu können, ist sympathisch, mir zumindest. Ja? So, ansonsten hat er weder Muskel noch Energiespeicher, jedenfalls nicht in einem Lars, dass das irgendwie hilfreich sein könnte. Wahrscheinlich hat er auch nicht geheime, versteckte biologische Kenntnisse über die Flora und Fauna von Neuseeland. Vermutlich hat er auch nicht geheime, versteckte, unglaubliche Skills im Umgang mit kleinen Werkzeugen, um daraus Großes zu errichten. Also ich befürchte, ich sehe da jetzt irgendwo, und das ist jetzt ein böses, böses Vorurteil und man darf mich gern vom Gegenteil überzeugen, aber ich habe keinerlei Punkt gefunden, der mich irgendwie davon überzeugen sollte, dass der da sehr lange durchgehalten hat. Welche Fähigkeit er da mitbringen sollte, um dort lange durchzuhalten. Zumindest nicht bei einem Solo-Szenario. Ja? Wir wissen ja noch nicht, ob es nicht vielleicht doch irgendwelche Gruppen oder Ähnliches gibt. So. Ja, und das war's. Ja, ich kenne den zu wenig. Ich habe auch nicht das Bedürfnis, mir allzu viel von ihm anzugucken. Ne? Bei der Julia, ich fühle mich ja ein bisschen schlecht teilweise, dass ich mir da das eine oder andere wirklich ein bisschen länger angeguckt habe. Irgendwie fühle ich mich schlecht. Das nennt man dann, glaube ich, Guilty Pleasure auf Neudeutsch. Ne? Aber nee, den muss ich mir wirklich nicht unbedingt antun. Ist mir sympathisch, ja, aber ich ziehe wirklich keinen Mehrwert aus seinem Content. Überhaupt nicht. Ja. Und dann haben wir noch Joey Kelly. Nochmal. Ja. Kann man machen. Ich schließe mich den Leuten an, die beim Joe Vogel in die Kommentare geschrieben haben, warum der Joe Vogel den Joey Kelly so positiv darstellt. Weil ich eigentlich, also ich habe ehrlich gesagt die Bonusfolge nicht mehr gesehen, wo der Rest von seinem Solo-Survival zu sehen war. Da war es bei mir irgendwie raus, da hatte ich keine Lust mehr. Und ich wollte sie mal angucken, habe es dann aber nicht mehr geschafft. Ich habe auch die Reaction von Joe auf Joey Kelly überlebt, alleine, ohne den anderen, Jan heißt er. Wie gesagt, wollte ich mir mal angucken, habe ich dann nicht mehr gemacht. Ich für meinen Teil habe beim Kelly nichts gesehen in der Hälfte, als er halt noch zu zweit waren, die halt noch offiziell im normalen Programm drin war, was mich jetzt super wahnsinnig von denen seinen Survival-Fähigkeiten überzeugt hat. Ich habe im Vorfeld Zeug, was er davor gemacht hat, so lustige Expeditionen, den Deutschlandmarsch und so weiter und so fort, Zeug gesehen, wo ich schon gesagt hätte, okay, ja, offensichtlich hat er viel Erfahrung, eine große Leidensfähigkeit, das hat er ohne jeden Zweifel, ja, das hilft ihm mit Sicherheit auch weiter, das hat ihm da geholfen, das wird ihm jetzt auch wieder geholfen haben.
bei Staffel 4 und sicherlich hat er auch noch das eine oder andere dazugelernt und meines Wissens hat er auch mit dem Joe noch ein bisschen trainiert. Und ja, also vielleicht hat sich da ein bisschen was getan, aber das, was man Trimax und Ruma, hier Papa Platte und dem anderen vorwerfen kann, heißt er Kevin? Na, ich weiß es nicht mehr, ist auch egal. Na, nicht egal, es wäre schon höflich, wenn ich wüsste, wie der heißt, aber ich weiß es einfach nicht mehr. Reef? Nee. Es gibt auch irgendeine Frau, die so heißt. Ach, ja. Sucht euch charakteristische Internet-Pseudonyme, die man nicht mit anderen Leuten verwechseln kann. Zum Beispiel ein Mann im Wald. Wie auch immer. Jedenfalls, ja, ich sehe da einfach dadurch, dass der Kelly nichts gefuttert hat, halt auch nicht die langfristige Survival-Fähigkeit. Irgendjemand hat in die Kommentare geschrieben, er hätte am Ende einen Fisch gefangen. Ist nicht so besonders herausragend. Das heißt, er hat sich eigentlich im Prinzip auch nur ein langsamer Sterbeprozess mit schicker Hütte mehr oder weniger hingegeben und viel mehr hat da nicht stattgefunden. Und da weiß ich jetzt also nicht, also vermutlich, weil sie beide Freunde sind, warum der Joe immer so positiv vom Joey spricht. Ja, wahrscheinlich eben, weil sie Freunde sind. Oder der sieht da irgendwas, was ich nicht sehe, aber ich fand die Performance von Joey Kelly eben in Staffel 3 nicht besonders herausragend, wirklich nicht. Ne? Nur der Lagerbau und man muss dazu sagen, Lagerbau und zwar wirklich intensivster Lagerbau in der Überschwemmungszone. Ja? Dieser Böschung, diese Böschung, wo er sich reingebuddelt hat, die ist da ja nicht, weil sie da einfach so ist, sondern weil halt da die Brandung dagegen klatschen kann. Und das ist per se eigentlich immer ein Fehler. Das hat Joe übrigens auch schon mal gesagt. Also weiß ich nicht. Also vielleicht hat er jetzt ganz viel dazugelernt. Da wird der Joe auch mehr Insider-Infos haben als ich, weil er ihn wahrscheinlich noch ein bisschen trainiert hat und die beiden sich vielleicht im Vorfeld auch ein bisschen abgesprochen oder beraten haben, wie man denn am besten vielleicht vorgehen kann und so weiter und so fort. Und der Joe ja sowieso auch weiß, wie der Joey performt hat. Und von daher bin ich da gerne bereit, mich eines Besseren belehren zu lassen. Kann ich es denn besser? Nö. Ja? Das wäre an dieser Stelle vielleicht nochmal ganz wichtig anzumerken zum Schluss, einfach für die Leute, die auch noch meine anderen Sachen noch nicht gesehen haben. Nö, ich kann es nicht besser. Ich bilde mir ein, es trotzdem kommentieren zu dürfen, weil wir sind ein freies Land. Ich würde bei so einem Krempel nach spätestens 2 bis 3 Tagen sagen, was soll die Scheiße, es gibt Pizza auf diesem Planeten. Ich will jetzt eine Pizza, holt mich ab, gebt mir eine Pizza. Ich bin gern draußen, ich bin auch gern lange draußen, ich bin auch gern lange alleine draußen, aber ich will verdammt nochmal Proviant haben und nicht nur irgendwelchen Scheiß aus der Natur fressen und schon gar nicht tierischen Scheiß aus der Natur fressen, wie irgendwelche Schnecken oder so ein Zeug. Das ist das Level von Survival, den ich nie erreicht habe und den ich wahrscheinlich auch nie erreichen werde und damit bin ich fein. Ich finde es wichtig zu wissen, dass du, wenn dein Leben davon abhängt, diese oder jene Schnecke, Napfschnecke etc., insbesondere im Bereich vom Meer, und da kann man wirklich sehr viel lernen in dieser Hinsicht, theoretisch essen könntest. Aber mir reicht es dann einfach und ja, das ist einfach meine Herangehensweise. Nicht jeder muss großer Survival-Zampano werden. Ja, da besteht nicht die Notwendigkeit. Das sind 99,9% von euch, die mit mir zugucken, hier sicherlich auch nicht. Und ja, mir langt das theoretische Wissen, wenn ich unbedingt darauf angewiesen wäre, ekliges Zeug zu fressen, was ich da fressen könnte, das langt mir. Ja? Und mehr muss ich das nicht trainieren und ich hoffe eigentlich, dass ich das dann auch nie probieren muss, weil ich mal in eine Situation gerate, wo ich das essen muss. Daher, nö, ich wäre nach 3 Tagen raus, beziehungsweise ich würde gar nicht erst zusagen wollen, wenn jetzt wieder jemand kommt, ich soll da auch mitmachen bei Staffel 5. Ne, keine Chance, ne. Da kann ich mich nur blamieren, weil ich halt nach 3 Tagen Bock auf Pizza habe und das nicht mehr einsehe. Und bevor die 3 Tage, der dritte Tag anbricht, muss ich sowieso gerettet werden, weil mir die Powerbank leer ist, die Speicherkarten voll sind, die GoPro explodiert ist, weil ich zu lange am Stück aufgenommen habe und meine komplette Vegetationsanalyse der entsprechenden Region, in der ich mich befinde, einfach schlicht und ergreifend fertig ist.
Wobei, 3 Tage reichen da wahrscheinlich nicht. Wohlmöglich habe ich dann Motivation, noch einen 4. dran zu hängen, weil noch nicht alle Akkus leer und alle Speicherkarten voll sind. Aber spätestens dann würde ich vermutlich nach Hause gehen. Und es hängt auch noch ein bisschen davon ab, ob ich ein Szenario kriege, wo ich noch ein Buch zu lesen mitnehmen darf. Ein verdammt dickes, also so irgendwie Herr der Ringe Gesamtausgabe oder sowas. Aber auch das Ding hält keine 14 Tage. Ja? Also wäre so ein 7-Tage-Szenario das absolut höchste der Gefühle, was ich vielleicht noch durchhalte. Halten würde, wenn ich vorher aus irgendwelchen Gründen die Motivation aufbringen würde, mich auch in die Ketose zu begeben, also diättechnisch in die Ketose zu begeben, um dann von, daran wird es auch nicht scheitern, einer gewissen Menge mitgeführtem Körperfett 7 Tage rumzusitzen und wie gesagt Vegetationsanalyse zu machen und was man dann sowieso auf 30 Sekunden runterkürzt und nicht reinschneidet. In die späteren Folgen. Ja, also von daher, ich sehe da wirklich keinen Bedarf bei mir. Ne? Also ich verstehe wirklich voll und ganz, dass Leute, die richtig Survival, auch Spaß dran haben, wirklich durch den Matsch zu kriechen und ekliges Zeug zu fressen, dass die Lust haben, dann auch bei so einem Format mitzumachen, verstehe ich voll und ganz. Ich habe auch immer, auch bei den jetzigen Kandidaten, vollsten Respekt davor, dass die sich das trauen, weil das ja auch zu Situationen führen kann, in denen man vielleicht auch ein bisschen leiden wird, vielleicht auch ein bisschen mehr als nur ein bisschen. Daher wirklich meine Hochachtung, auch wie letztes Mal, einen gewissen Respekt habe ich auch Personen, die ich ansonsten wirklich nicht besonders unterhaltsam finde, gegenüber absolut für ihre dort dargebotene Leistung ein stoisches, mit wenig Aktivität kombiniertes Absitzen einer großen Zeit und einer langen Zeit des Nichtstuns, das einfach so zu überstehen, ohne eben, obwohl man nach Hause gehen könnte, in Anführungszeichen, oder ins Hotel oder wohin auch immer, das ist schon eine Leistung, die mir einen gewissen Respekt abnötigt. Ja? Auch bei ansonsten muss ich mit denen nicht mehr viel zu tun haben, hoffentlich. Aber das kann man schon respektieren, ja. Daher hoffe ich, dass auch eben jetzt seitens der Kommentare, falls ihr da irgendeine Meinung zu den einzelnen Kandidaten habt oder da irgendwie ein Ranking abgeben wollt, falls ihr Bock habt oder mir mitteilen wollt, dass euch das Ganze überhaupt nicht mehr interessiert. Das würde mich auch interessieren, wie da einfach so die generelle Lage innerhalb meiner Zuschauerschaft ist bezüglich dieses Formates. Aber ja, in jedem Fall bitte einfach freundlich bleiben. Aber das ist ja bei mir in den Kommentaren sowieso kein Problem. Ich bin hier noch so ein bisschen eine der ruhigen, friedlichen, respektvollen Ecken des Internets. Was heißt ich, mein Kanal, meine Kommentarspalte, die ist ja nicht von mir. Das hier, das ist von mir. Aber die Kommentarspalte, das seid ihr. Und dass ihr meistens einen sehr respektvollen Umgangston miteinander pflegt, schätze ich sehr an euch. Ist wirklich hervorragend und ich bin mir sicher, dass das auch diesmal wieder der Fall sein wird. Ne? Ranking. Ich würde sagen, also mal abgesehen davon, dass wahrscheinlich mehrere Leute das komplette Ding durchhalten, aber so von der Leichtigkeit bzw. der zu sich genommenen Kalorien, also bei 14 Tage durchhalten Ziel A, dann würde ich bei den Leuten, die 14 Tage durchgehalten haben, dann nochmal eben unterscheiden, haben sie Dummheiten gemacht, offensichtliche Dummheiten, das gibt Punktabzug sozusagen. Und danach, wie viel Kalorien haben sie zu sich genommen? Ja, ein Stück weit im Verhältnis zum Körpergewicht. So ein Joe als eher drahtige Person wird nicht ganz so viel Kalorien brauchen wie ein Flying Uwe. Wenn jetzt also ein Joe nicht 3000 Kalorien am Tag frisst, obwohl er es könnte, der Uwe aber schon. Es ist ja schwierig, wie man das jetzt bewerten soll. Ist jetzt der Joe weniger erfolgreich, weil er weniger Kalorien als der Uwe gefressen hat, obwohl er die gar nicht braucht? Da müsste man sich dann gegebenenfalls Gedanken zu machen. Ich halte das allerdings für eher unrealistisch, dieses Szenario. Ne? Aber das sind so Dinge, die so für mich so ein bisschen den Erfolg auch ausmachen, beziehungsweise wenn man da jetzt wirklich sagen möchte, wer hat denn am besten performt, dann würde ich das so an solchen Sachen mehr oder weniger festmachen. Natürlich auch ein Stück weit einfach psychisch. Ich sitze da jetzt 14 Tage und mir geht's super und ich habe überhaupt keine Probleme, das wäre Joey Kelly zuzutrauen, ne? Der sich nebenbei noch einen Finger abschneidet und oh, well, not so bad oder irgendwie sowas dazu zu sagen hat. Er spricht ja schon gut Deutsch, ne? Ist jetzt nicht böse gemeint, aber ich glaube, wenn man sich einen Finger abschneidet, wechselt man kurz zur Muttersprache. Und ja,
Ja. Also ich würde Joe auf Platz 1 setzen, dann den Stefan, dann den Joey. Immer noch, einfach weil es die erfahrenen Leute sind. Julia, Sandra, Uwe, ja, und dann den, wie heißt er, Hugo. Ja, das wäre so meine Vermutung, wie das Ganze aussehen könnte und ausgehen könnte. Ja? Also nicht, dass jetzt diejenigen, die in den hinteren Plätzen sind, nicht unbedingt nach ein paar Tagen rausfliegen, aber wenn sie 14 Tage durchhalten, dann wahrscheinlich ja, nicht unbedingt mit furchtbar viel zu sich genommenen Kalorien oder halt eben mit ein paar Dummheiten, wo sie einfach nur Glück gehabt haben. Aber ich weiß nicht, wie, es ist völlig, eigentlich völlig unmöglich, dass ein Hugo bei seiner Statur oder der Uwe ohne Nahrungsaufnahme 14 Tage da durchhalten. Das kann ich mir nicht vorstellen, aber überzeugt mich bitte gern vom Gegenteil. Ich bin gespannt, wenn ich mich da total geirrt habe. Ich werde da nochmal Bezug nehmen, wenn alles vorbei ist, auf diese Einschätzung, hier meine jetzige Einschätzung, und werde gespannt sein, wenn mich da ein paar Sachen dann doch sehr überrascht haben sollten. Aber Joe unbedingt auf Platz 1. Ja, sonst ist sein Ruf ruiniert. Ja, das ist nicht passiert. Ja, vergiss es. Der hatte da nicht leichtes Spiel, das will ich nicht sagen. Vielleicht hatte er auch eigentlich ganz gut was zu tun, das könnte ich mir auch vorstellen. Ja? In jedem Fall würde er sich genug zu tun gesucht haben. Ich bin gespannt. Ja? Ich bin mit der Auswahl der Kandidaten insgesamt sehr zufrieden. Das ist eine sehr schöne, bunte Mischung. Kein Fritz, kann man jetzt drüber diskutieren, habe ich jetzt gar nichts zu gesagt. Mache ich irgendwann, oh, muss jetzt nicht auch noch sein. Und ich finde das wirklich eine sehr schöne, bunte Mischung, und selbst diejenigen, von denen ich jetzt nicht so Fan bin, finde ich dieses Mal deutlich weniger schlimm als, als letztes Mal. Ja? Also es ist wirklich niemand dabei, bei dem ich, glaube ich zumindest, bei dem ich das Ganze überspringen muss, und das habe ich letztes Mal müssen. Daher finde ich die Auswahl diesmal wirklich erheblich angenehmer. Ja? Und es ist sogar ein Kandidat dabei, den ich mir eigentlich schon lange dabei gewünscht habe. Ne? Von daher, also eigentlich zwei, Stefan auch. Tippitoppi, freue mich drauf. Ja? Also ich, ne? Müsst ihr nicht. Ich werde es, wie gesagt, kommentieren, solange es jetzt irgendjemand interessiert. Wenn jetzt meine Kommentarvideos da jetzt nur 2000 Aufrufe zu haben oder irgendwie sowas in die Richtung, dann mache ich mir die Arbeit nicht. Das lohnt sich nicht. Ja? Aber wenn das im üblichen Bereich, wahrscheinlich meistens ja oberhalb meines üblichen Bereichs, meiner üblichen Aufrufe auf ein übliches Video sich befindet, dann kommentiere ich das gerne. Und es macht mir auch wirklich Spaß und ich gucke das auch gerne. Ne? Einfach weil Survival ist halt ein Hobby von mir und das sind so ein bisschen die Bundesjugendspiele. Irgendwie ist es so ein bisschen dazu geworden, ne? Die Bundesjugendspiele für Arme, für Survival. So irgendwie so ein bisschen. So, bedanke mich. Ich glaube, das reicht an dieser Stelle. Natürlich länger als geplant. Überraschung. Es wird noch nicht ganz dunkel. Bin ich zu früh rausgegangen. Wäre eigentlich cool gewesen, mal wieder den Sonnenuntergang mit zu integrieren. Macht's gut. Denkt an den positiven Hamster, wenn ihr einen Kommentar schreiben wollt. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.